Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei CAN und willkommen zurück zum SCB Verse Report. Jetzt sind wir im Februar angekommen, das heißt tatsächlich schon im zweiten Monat dieses Jahres. Und ja, jetzt wollen wir uns natürlich mal angucken, was in der Zwischenzeit so ein bisschen passiert ist und wie es denn natürlich auch um den aktuell großen Patch steht, der ja nach wie vor im PTU ist und was sich dort so alles ergeben hat. Also von daher schalten wir gleich von hier aus direkt mal rüber in unser Hot Topic und gucken, was wir da so haben. Nun, als allererstes, der Alpha 3.18 Patch ist nach wie vor im PTU, aber inzwischen für alle Backer verfügbar. Das bedeutet, mit dem Valentinstag, also dem 14.02., ging der Patch dann live, nicht live, sondern online so, dass er für alle Backer freigeschaltet wurde im PTU. Das bedeutet, nach wie vor ist es notwendig, seinen Account ins PTU zu kopieren und dann von dort aus den Patch runterzuladen und dann kann man darin auch sich aufhalten und unterwegs sein und natürlich nach wie vor versuchen, das Ganze zu testen. Denn auch wenn der Patch immer stabiler wird und inzwischen schon in die Tendenz spielbar geht, ist das Testing natürlich nach wie vor im Fokus. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr euch in den Patch Notes anguckt, was sollt ihr euch anschauen, was ist genau der Hintergrund, den ihr sozusagen wissen müsst, um jetzt den aktuellen Patch im PTU spielen zu können. Und natürlich auch, was gibt es schon für Fehler und Schwierigkeiten, die mit dem Patch momentan noch zusammenhängen, die man vielleicht im PTU dann vermeiden sollte, einfach um natürlich auch ein besseres Erlebnis darin zu haben. Ja, also von daher, die 3.18 ist im PTU, aber immerhin zwischen für alle verfügbar. Das bedeutet, in der Regel ist der Schritt dann in die Live-Umgebung nicht mehr allzu fern. Das kann trotzdem noch ein bisschen dauern. Also ich denke, ein, zwei Wochen könnte es durchaus sein, dass der Patch noch da drin verweilt. Aber es ist auf jeden Fall ein weiterer Schritt und dementsprechend, also in der Regel kann man sagen, entfernen sich die Patches jetzt nicht mehr allzu weit von der Live-Umgebung. Aber es ist eben auch so, dass gerade dieser Patch etwas Besonderes darstellt bei Star Citizen. Er ist halt von seiner Größe, Umfang und vor allem von der technischen Umstrukturierung, die dahinter steht, doch sehr besonders und sehr speziell. Und darum kann man eigentlich keine wirklichen guten Aussagen dazu treffen. Naja, inwiefern jetzt dieser Patch noch Zeit braucht im PTU oder auch für alle Backer, wenn es offen ist, oder sozusagen dann die Timeline ist, um das Ganze in die Live-Umgebung zu kriegen. Wir schauen, wir bleiben natürlich dran und gucken uns das Ganze an und in jedem Fall werden wir berichten, sobald es dort eine Entwicklung in Richtung des Live-Umgebung gibt. Ja, außerdem, und da sieht man auch schon, dass sich das Ganze eben so langsam annähert, wurde ein Artikel gepublished und online gesetzt, der rund um Salvaging geht. Da jetzt, wie gesagt, alle Backer Zugang haben dazu, haben sie jetzt auch den Erklärungsartikel oder Erläuterungsartikel selbst nochmal online gestellt. Denn Salvage und Repair mit der ersten Iteration jetzt dieser Mechaniken im aktuellen Alpha 3.18 PTU ist eben eine weitere Mechanik, die als separate Game-Mechanik mit dazukommt und die hoffentlich und so auch vorgesehen demnächst dann entsprechend weitere Karrierewege und entsprechende Game-Loops auch mit sich bringen wird. Die ersten Ansätze dafür sind auf jeden Fall jetzt schon gemacht und hier in diesem Salvage-Artikel, den ihr bei uns natürlich auch in der Videobeschreibung finden werdet, findet ihr eben auch viele Erklärungen, was momentan eben möglich ist, was es dafür für Tools und Schiffe gibt, die zur Verfügung stehen und wie sich das Ganze dann sozusagen im Spiel selbst auswirkt. Natürlich wird euch auch erklärt, wie das ganze Salvaging Interface funktioniert, also wie der Salvage Mode funktioniert selbst, der jetzt natürlich dadurch neu ins Spiel gekommen ist und was ihr dann in Form von den weiteren Möglichkeiten nach dem Hull Scraping damit anfangen könnt. Dementsprechend also schaut euch das an, wenn euch das interessant kommt und wenn ihr natürlich selber im Bereich dieser Salvaging und des Salvaging Gameplays unterwegs seid, wenn ihr eine Vulture habt oder natürlich auch eine Reclaimer euer nennt, dann ist das genau der richtige Artikel für euch, denn hier wird im Endeffekt alles nochmal genauer erklärt und man hat sozusagen einen sehr schönen Einstieg darin, wie es jetzt losgeht mit diesem Gameplay. Denkt daran, es ist nur der allererste Anfang. Hier
geht es erstmal wirklich nur um die groben, das grobe Abkratzen und Reparieren der Hüllenpanzerung selbst, wobei Panzerung noch in Anführungszeichen steht, weil Panzerungswerte dafür gibt es ja auch noch nicht. Das bedeutet, das ist wirklich erstmal so, ja, der leichte, seichte Anfang. Und von dort aus geht dieses System dann erstmal in die nächsten Iterationen und wird dann sicherlich noch ganz andere Formen annehmen über die nächste Zeit. Ja, und neben dieser News, die auch eben natürlich gedacht ist für die Alpha 3.18 und die Erklärung drumherum, gab es dann noch einen weiteren Zwischenpunkt, und zwar das erste wirkliche Roadmap-Update, was wir bekommen haben, vom 8. Februar. Hier wollte ich auf jeden Fall mal drüber berichten, weil hier einige wichtige Neuigkeiten sind in Bezug auf die Fortentwicklung der Alpha 3.18 und natürlich auch der folgenden Patches. Denn so wie hier erklärt im Roadmap-Update wird die Alpha 3.18 einen weiteren Patch-Cycle verlängert. Das bedeutet also, normalerweise würden wir ja oder sollten wir ja damit rechnen, dass mit dem Frühjahr, also Ende März, Anfang April rum, die Alpha 3.19, sozusagen der neue Patch-Cycle, dann auch kommt und wir sozusagen den nächsten Patch bekommen. Und das wird in dem Fall jetzt nicht so sein, weil die Alpha 3.18 eben sehr umfangreich ist und sehr viel Nacharbeit auch noch erfordert, wird sie sich über diesen Frühjahrs-Patch-Cycle 2023, also dieses erste Quartal hinweg, ziehen. Und der nächste Patch, der dann kommt, wird die Alpha 3.19 sein, die dann vor der Invictus Launch Week kommt. Die ist übrigens im Mai traditionell im Jahr. Und diese 3.19 wird aber kein eigener Patch-Build sein, sondern basieren auf der Alpha 3.18 und aktuell, also wird die Codebasis sozusagen nicht verlassen, sondern wird im Endeffekt eigentlich eine erweiterte und stark veränderte oder sagen wir mal abgedatete Alpha 3.18 sein, die dann aber 3.19 heißt. Und jetzt wird aktuell gerade geprüft, inwiefern die für die 3.19 geplanten Inhalte jetzt in die 3.18 Branch übernommen werden können. Also sozusagen, indem man sich so die ursprüngliche Planung, wie es von Patch zu Patch sich weiterentwickelt, sparen kann, um sozusagen alles, was im Frühjahr ohnehin kommen sollte, dann im Mai in die 3.19 einbringen zu können. Das ist sozusagen so der Hintergrund, der hier vor allem jetzt gerade geprüft wird, weil es sollten ja einige neue Sachen kommen und sind auch ein paar Dinge sozusagen noch dazugekommen, die mit der Alpha 3.19 dann festgelegt wurden. Und jetzt wird eben geschaut, inwiefern man das zusammenbringen kann. Wichtig ist, dass sie auch nochmal mögliche Inhalte hier für die Alpha 3.19 aufgelistet haben, nämlich zum Beispiel die Überarbeitung von Lawville. Da haben sie ja schon gesagt, dass es relativ schnell geht und deutlich schneller oder fixer, als sie sich das selbst vorgestellt haben. Dementsprechend also könnte man also hoffen, dass hier vielleicht wir schon ein neues Lawville im Mai bekommen könnten. Das wäre ja auf jeden Fall ein visuelles Highlight. Dann eine neue, eine bessere Entdeckungsmöglichkeit des Spiels für neue Spieler, könnte man sagen. Also New Player Experience. Also hier geht es sozusagen nicht um eine neue Spielererfahrung, sondern hier geht es um die Spielerfahrung für neue Spieler. Ist ein bisschen schwierig hier zu übersetzen. Hier geht es vor allem um die Regionen Area 18 und bei Genie Point. Da sollen nämlich sozusagen, wenn man so möchte, eine Spielführung entstehen, die neue Spieler direkt ins Spiel geleitet. Das heißt also, die ersten 30 Minuten, wenn man sich neu in das Spiel einloggt, sollen hier sozusagen begleitet werden. In welcher Form und Art, das wissen wir an der Stelle noch nicht, aber wir spekulieren heute noch später in der Sendung kurz dazu, nämlich in Form der Patreon Priority Question, die sich genau auf dieses Thema sozusagen gestürzt hat. Ja, dann gibt es in der Alpha 3.19 voraussichtlich neue Missionen, und zwar Salvage Contracts, wo man dann eben die Möglichkeit hat, im Auftrag von bestimmten NPCs und Leuten dann Wracks zu bergen, beziehungsweise eben sein Hullscraping einzusetzen und die Sachen dann abzuliefern. Und außerdem soll der Point of Interest Ghost Hollow auch außerdem neue PvP-Missionen bekommen, was wiederum dann natürlich jetzt auch mehrere Gruppen oder mehrere einzelne Spieler mit einschließt. Das ist klar. Ja, das also dazu. Man kann also sagen, wir werden
mit der Alpha 3.18 noch das gesamte Frühjahr hier zu tun haben. Im Mai bekommen wir dann die Alpha 3.19, die aber keine neue Patch-Branch ist, sondern eben eigentlich im Endeffekt auf dem Code von der 3.18 basiert und nur um Inhalte erweitert wird. Und von dort aus soll dann der reguläre Patch-Zyklus weiter stattfinden, beziehungsweise wir sind mal gespannt, was dann vor allem so im Spätsommer, Herbst passieren wird, wenn es dann in die Richtung geht, dass die Server-Meshing-Geschichten anfangen sollen und wir vor allem in Bezug auf das Persistent Entity Streaming dann einen Punkt erreicht haben, hoffentlich, der eben eine Weiterentwicklung an der Stelle zulässt. Wir sind gespannt, aber das ist auf jeden Fall aktuell der Stand der Entwicklung und ich fand es auf jeden Fall wichtig genug, um das ins Hot Topic aufzunehmen, weil ich denke, dass das für viele Leute ein bisschen Klarheit schafft, wie es denn jetzt von hier aus weitergehen soll, gerade mit den Verzögerungen, die dann die Alpha 3.18 mitgebracht hat. Von hier aus gehen wir rüber in unseren Broadcast Report und im Broadcast Report geht es natürlich in allererster Linie erstmal um Inside Star Citizen. Das wollen wir heute diese Woche auf jeden Fall ausführlich behandeln, denn hier war eine interessante Zwischenepisode, könnte man sagen. Sie hieß Meshing Together Part 1, was natürlich für alle, die jetzt von ein bisschen eine Ahnung haben, was die Star Citizen Entwicklung bedeutet, wissen, okay, hier muss es irgendwie in irgendeiner Form um Server-Meshing gehen. Ja, tut es auch, denn sie berichten hier direkt in Interviews sozusagen, kurz nach dem Event, kurz nachdem es stattgefunden hat, von dem Server Meshing Strike Team Summit. Ich bitte um Verzeihung. Was ist ein Summit? Ein Summit ist ein Gipfel, würde man in, sagen wir, Deutschland so sagen. Also sagen wir insbesondere, wenn man jetzt im politischen Bereich redet, würde man von einem Gipfel, einem Treffen von bestimmten Leuten, von bestimmten Führungspositionen und so miteinander treffen. Man könnte auch natürlich sagen, es ist eine Art Klausur. Oder Seminar, wenn man so will, was hier stattgefunden hat. Und dieses Strike Team Summit, hier geht es um die Leute, die hauptsächlich daran beteiligt sind, Server Meshing hier zu verwirklichen. Und das war eine ganz interessante Geschichte, insofern, als dass sie einfach grundlegend berichtet haben darüber, was denn genau da passiert ist, beziehungsweise was auch der Hintergrund ist von so einem Treffen, von so einer Klausur, die sie da abgehalten haben. Das Interessante ist, dass dieses Strike-Team schon seit 2021 existiert und sich eben schon seit dieser Zeit vorbereitet, was passiert, wenn Persistent Entity Streaming dann läuft und da ist und wie geht es dann von dort aus weiter ins Server-Meshing, aber dass sie trotzdem das erste Mal real aufeinander getroffen sind. Denn als das Team zusammengestellt wurde und zum Teil auch die Leute eingestellt wurden, speziell dafür, bei Cloud Imperium Games waren wir mitten in der Pandemie und da gab es tatsächlich keine realen Treffen. Also musste sozusagen auf reine Online-Arbeit ausgewichen werden und das bedeutet auch, dass die Leute sich sozusagen nie wirklich begegnet sind. Das ist jetzt tatsächlich anders und hier an der Stelle wurde dann das erste Mal so ein Gipfeltreffen veranstaltet, wo sich eben aus den verschiedensten Departments und man hat ja auch wirklich gesehen, Leute von Turbulent, Leute vom Game Dev Team, Leute von Network Programming, alle samt und aus verschiedenen Bereichen wurden hier zusammengesetzt und haben hier das erste Mal sich gegenseitig kennengelernt und eben auch mal zusammen in einem Raum gesessen. Und der Satz, der mehrfach in der Episode dazu fiel, war, ja, wenn du viele engagierte Developer in einen Raum zusammensperrst und sie jede Menge Kaffee trinken lässt, dann kommt in der Regel auch was Sinnvolles bei raus und genauso soll es hier auch gewesen sein. Das Ziel war von diesem Treffen eine grobe Roadmap für das Server-Meshing aufzustellen und zwar eben nicht in der Form, wie wir sie selbst sozusagen haben, ja, soll dann irgendwann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommen, sondern eben mit den Zwischenschritten da drin und den Meilensteinen, die davor geschaffen werden. Also genauso wie es vorher beim Persistent Entity Streaming passiert ist, dass man sich zusammen gesetzt hat und gesagt hat, okay, wir brauchen diese und diese Schritte. Ganz ursprünglich vor fast schon 5 Jahren angefangen mit Object Container Streaming, bis dann eben soweit das ist, dass das Persistent Entity Streaming da ist, ging es jetzt auch darum, alle Bausteine, die man schon hat und die man noch braucht, zusammenzusetzen, um daraus eine Roadmap zu basteln. Und wichtig ist, das haben sie immer wieder betont hier, ist, dass sie sich ein festes Ziel gesetzt haben. Und zwar, das Ziel ist nicht Server-Meshing zu verwirklichen für Star Citizen,
sondern das Ziel muss viel greifbarer, muss viel anfassbarer sein und auch für die Spieler und also uns als Bäcker erlebbar. Und darum haben sie sich als Ziel gesetzt, so bald wie möglich, so schnell wie möglich ein zweites Planetensystem, Sternensystem in Star Citizen reinzubringen. Und damit das eben möglich ist, muss Server-Meshing umgesetzt werden. Wenn auch erstmal so in seiner statischen, in seiner ersten Form. Aber es muss kommen. Und dementsprechend sagen sie sich, also unser Ziel ist es, Pyro ins Spiel zu bringen. Darauf arbeiten wir hin. Das ist unser Fokus. Und dann gucken wir sozusagen, in welche Form der Technologie wir dafür einbringen müssen, damit das passieren kann. Und das ist letztendlich statisches Server-Meshing. Also wird jetzt daraufhin erstmal die Roadmap ausgerichtet. Nachdem eben, wie gesagt, Persistent Entity Streaming jetzt für die Entwicklungsabteilung, sage ich jetzt mal, ein Haken dran ist. Da ist jetzt natürlich noch eine Menge aus dem Hause CAG dran beschäftigt. Aber eher dann eben am Bugfixing und am Optimieren. Gucken Sie sich jetzt also an, wie Sie das Server-Meshing umgesetzt werden. Und dafür müssen eine ganze Menge Zwischenschritte noch ermittelt bzw. festgelegt werden. Dafür war dieses Summit hauptsächlich da, damit jeder mal auf dem gleichen Informationsstand ist und damit jeder auf jeden Fall auch das gleiche Verständnis hat von dem, wie jetzt als nächstes vorgegangen wird. Das ist tatsächlich online, in einer Online-Umgebung nicht ganz so einfach, wie in dem Fall, wenn man sich einfach direkt Schulter an einem Tisch sitzt und man da auf diese Art und Weise einfach gemeinsam erstmal auf einem Whiteboard und dann irgendwann online auch festlegen kann, was für Schritte notwendig sind. Ja, und dabei gilt es dann eben auch, einzelne Probleme da zu lösen auf dem Weg dahin. Diese Zwischenschritte sozusagen dienen dazu, auch bestimmte Problemstellungen direkt anzugehen und nach der einen sozusagen die nächste und die andere zu behandeln. Und ein Problem, was ich mir rausgepickt hatte, wovon Sie erzählt haben, war eben zum Beispiel die Simulation der Jump Points, die sowohl visuell für den Spieler ja ein gewisses Erlebnis enthalten sollen, gleichzeitig aber auch als Gameplay selbst im Spiel Relevanz haben müssen. Das bedeutet also, der Sprung durch einen Jump Point soll immer auch ein Gameplay beinhalten. Das ist nicht ein Autopilot, zumindest sagen sie nicht sozusagen im optimalsten Falle eines Jump Points, eines Sprunges wäre es ein Autopilotsprung, wenn das Schiff sozusagen problemlos durchpasst, der Jump Point nicht sonderlich kompliziert ist und man sozusagen dann von einem System, das sehr bekannt ist, über einen Jump Point, der sehr bekannt ist, wo man die NAV-Daten hat, in ein anderes springt, was auch bekannt ist. Also sagen wir mal, im bestmöglichen Fall wäre das eine Sache, wo relativ wenig Gameplay vorhanden sein muss, also wo man das Ganze mehr oder weniger fast automatisch steuern lassen kann. Aber das wäre das Optimum eines Sprunges. Und von diesem Optimum sind die meisten Systeme, die meisten Jumps und die meisten Schiffe mit ihren Daten relativ weit entfernt. Das heißt, dadurch muss man dann eben selber manuell eingreifen. Man muss diesen Sprung planen, man muss ihn entsprechend durchführen und es wird auf jeden Fall Gameplay vorhanden sein. Das heißt, wir haben was Visuelles, wir haben Gameplay-Komponente und wir haben natürlich die Netzwerkkomponente, die dann eine sogenannte Autoritätsübergabe machen muss, nämlich von Stanton nach Pyro. Es ist jetzt nichts, was in anderen Spielen nicht auch vorkommt, dass man von einem Server sozusagen abgegeben wird auf einen anderen Server. Ne? Aber in dem Umfang und in der Art sozusagen, was alles mitgenommen und berechnet werden muss, in der Größenklasse an sich ist Star Citizen da tatsächlich einzigartig. Also nicht ein Spiel, was momentan Ihnen bekannt ist, hat in irgendeiner Form diese Art von, ja, Masse, Umfang, Assets und Teilen, die sozusagen übertragen werden müssen. Von den Schiffskomponenten über das, was die Leute bei sich tragen, bis hin zu den Gesichtsausdrücken muss im Endeffekt alles übertragen werden, was man bei anderen Spielen nur eben in Teilbereichen dieser Art hat. Und das ist tatsächlich noch eine größere Aufgabe und da müssen sie sich eben zusammensetzen, wie sie alle diese Elemente zusammenbringen, sodass das Reisen durch einen Jump Point sowohl technisch eine interessante und vor allem auch erfolgreiche Geschichte wird, dass man eben übergeben wird, sozusagen im Hintergrund von einem Server auf den anderen. Aber dass es eben auch gleichzeitig für Spieler etwas ist, das sowohl erlebbar, visuell als auch auditiv erlebbar, aber eben auch durch eigene Spielaktion erlebbar bleibt. Und wo man eben selber auch mit Einfluss hat und das wiederum beeinflusst ja am Ende alles anderes, was passieren muss im Hintergrund. Denn wenn man jetzt aus so einem Jump Point rausfliegt sozusagen, aus dem Tunnel geworfen wird, dann muss ja auch irgendwas mit einem passieren und dann muss der Server wissen, wer da jetzt gerade die Autorität hat und so weiter und so fort.
Also wir merken, das ist auf jeden Fall ein größerer Meilenstein. Und für solche Punkte und um sowas mal auszudefinieren, haben sie sich hier zusammengesetzt. Deshalb auch diese Episode, deshalb auch diese ganz spezielle Episode von Inside Star Citizen, um mal zu zeigen, wie das so hinter den Kulissen eben abläuft, wenn so eine Planung entsteht und wie dann von dort aus die jeweiligen Teams, wo ja hier hauptsächlich die Head-Offs zusammengesetzt haben, dann intern in die Arbeit gehen. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und sie sagen, dass sie das jetzt natürlich auch über die nächste Zeit noch weiter darstellen werden. Es wird jetzt nicht nächste Woche die nächste Folge dazu kommen, weil es einfach ein bisschen Abwechslung braucht, sondern jetzt wird demnächst wieder in, sagen wir mal, konkretere und vielleicht auch visuell eher erlebbare Dinge aus dem Development reingeschaut. Aber es wird trotzdem wieder immer wieder zur Sprache kommen und dementsprechend also wird es auch ein sicherlich interessanter Teil von dieser Staffel von Inside Star Citizen werden, hier zu dem Server Meshing Summit zu gucken und eben entsprechend den Weiterentwicklungen, die daraus hervorgehen. Ja, ich habe tatsächlich diese Woche kein Star Citizen Live, einfach aus zwei Gründen. Und zwar, die letzte Folge Star Citizen Live war ein bisschen zweigeteilt. Einerseits haben sie viele, sagen wir mal, ja recht altbekannte Developer und Mitarbeiter, die da jetzt schon eine Weile an dem Projekt arbeiten, in verschiedenen Bereichen vorgestellt und haben so ein bisschen ihre persönliche Geschichte erzählt und haben so ein bisschen erzählt, woran sie schon alles gearbeitet haben und so. Aber ohne jetzt konkrete Fakteninformationen zu liefern, das war jetzt ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie eine wirkliche News draus zu ziehen. Darum habe ich mir das erstmal aufgespart. Aber im zweiten Teil der Sendung kam dann Jared dazu und hat mal erklärt, wie so ein Patch aufgebaut wird. Und das wiederum war so komplex, dass ich es nicht so schnell in den SCB-Verse Report übernehmen konnte und dementsprechend gesagt habe, okay, vielleicht gucken wir uns das mal genauer an und unter Umständen machen wir dazu einfach mal eine Deeper Look-Episode. Weil ich glaube, das kann man nämlich in dieser halben Stunde, die er da erzählt hat, sehr schön auseinandernehmen und mal wirklich im Detail erzählen. Viel besser, als dass ich das jetzt hier kurz mit drei Stichworten aufbereiten kann. Also dementsprechend gucken wir uns dann an, ob Inside Star Citizen Live hier von vergangener Woche, ob das sinnvoll ist, vielleicht wirklich als Deeper Look aufzubereiten. Der erste Teil davon war im Endeffekt nicht wirklich zu interessant zu berichten und alles andere würde wahrscheinlich dieses Format hier sprengen. Dementsprechend gehen wir jetzt hier weg vom Broadcast Report und gehen mal rüber zu, was ganz Interessantem und was viele tatsächlich auch überrascht hat, sowohl im Positiven als auch im Negativen, nämlich unseren Chip-News. Und bei den Chip-News geht es nämlich um die Neuigkeit, dass die Scorpius für die Alpha 3.18 eine Variante bekommen wird. Da hatte jetzt niemand so direkt mit gerechnet, dass dieses Schiff jetzt auch noch weitere Varianten kriegt, aber gut. Grundsätzlich ist man ja nie böse, wenn es bei einem Schiff noch Erweiterungen gibt und sozusagen noch die selber bei einem insbesondere beliebten Schiff eben sich die Gameplay-Möglichkeiten damit dann steigern können. Dass es jetzt aber eine EMP- und Quantum-Jammer-Variante wird, damit hätte jetzt tatsächlich, glaube ich, wirklich niemand gerechnet. Die neue Variante schimpft sich RSI Scorpius Antares und soll, wie gesagt, einen EMP und einem Quantum Jammer enthalten. Wir erinnern uns, Quantum Jammer ist auch das, was momentan große Diskussion ausgelöst hatte, als es dann das erste Mal kam, nämlich mit der RSI Mantis. Diese hat nämlich die Angst ausgelöst, dass alle jetzt ständig abgefangen werden im Verse und dass hier total mit gegrieft wird. Hat sich dann nicht so bestätigt. Dafür war der Quantum Jammer am Anfang auch, sagen wir mal, nicht so richtig tauglich. Und jetzt auch selber ist es eine sehr anstrengende Geschichte. Wir haben gerade erst vor kurzem nochmal mit Neckride und seiner Piraten-Crew gesprochen, der also auch berichtete, dass also es zwar möglich ist, damit Leute rauszuholen aus dem Quantum Travel, aber es sehr, sehr kompliziert und anstrengend ist und dementsprechend keine Sache, die jetzt vielleicht sofort ständig passiert. Aber jetzt gibt es noch ein Schiff und das wird noch ein kleineres Schiff sein eigentlich, nämlich die Scorpius in ihrer Variante. Ich bitte um Verzeihung, ich bin noch immer noch ein bisschen erkältet und es steckt mir alles noch ziemlich im Hals. Dementsprechend also hustet es hin und wieder mal. Ja, aber jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu der neuen Scorpius handelt und wie ihr die Antares findet. Ich muss sagen, ich finde es interessant, dass es jetzt gerade auch
auch ein RSI-Schiff ist, also quasi zwei Schiffe, die sich gegenseitig so ein bisschen in Konkurrenz stehen, auch wenn, klar, natürlich die Mantis sicherlich als Schiff, was speziell dafür gemacht ist, noch ein bisschen erfolgreicher sein dürfte, als vielleicht nur die Antares, dann die Scorpius Antares mit ihrem EMP und ihrem entsprechenden Quantum Jammer, aber ich bin gespannt und das Interessante ist, kommt mit der 3.18. Das heißt, wird also noch mit der 3.18 released und dürfte also auch als Flight Ready Sail dann auftauchen, wenn die Alpha 3.18 dann in die Live-Umgebung kommt. Also dürfte nicht mehr allzu lange hin sein. Ich bin gespannt, was dann die Preisvorstellung dazu ist und wie viele Leute das Schiff dann auch wirklich annehmen. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Fans gibt, insbesondere die Scorpius ist ja sehr beliebt als Schiff, aber ja, ob es dann die EMP-Variante sein muss, interessant. Auf jeden Fall freue ich mich über eine Diskussion unter dem Video, schreibt uns gerne Kommentare dazu, ich bin sehr gespannt darauf, was ihr dazu sagt. Ja, von dort aus gehen wir einmal nochmal kurz einen letzten Ausflug machen in unsere Network News und zu unserer Patreon-Kampagne. Vor zwei Wochen endete ja unser Special und da sind trotzdem auf jeden Fall kurz vor Ende noch Leute dazugekommen und wir hatten ihnen versprochen, dass wir sie im SCB-Verse Report dankend und lobend erwähnen werden und so will ich das jetzt auch tun. Herzlich willkommen unter unseren Patreon-Unterstützer sind noch Daniel T., Chaosnase und Danny Nator, ihr seid noch direkt zum Schluss unserer Jahresaktion reingekommen, die ja bis 3.2. lief. Und da ich danach keinen SCB-Verse Report aufnehmen konnte, seid ihr noch nicht erwähnt worden. Das wollte ich hier an der Stelle noch auf jeden Fall nachholen. Vielen herzlichen Dank an alle, die uns jetzt neu begonnen haben zu unterstützen oder die zurückgekommen sind. Im Januar sind viele, viele Supporter mit dazugekommen und haben unsere Jahresaktion genutzt. Daher vielen herzlichen Dank und auch danke an alle, die uns in jeglicher Form, auf egal welcher Plattform und auf egal welche Art, unterstützen. Wir freuen uns da sehr drüber, wir sind da sehr dankbar und wir sind vor allem sehr dankbar, auch in diesen schwierigen und manchmal ja sehr unberechenbaren Zeiten, die wir momentan haben, dass ihr uns supportet. Das ist eine sehr wichtige Sache und ihr könnt euch vorstellen, dadurch, dass sowieso alles teurer wird und alles schwieriger wird, ist es für uns auch sehr wichtig, dass dieser Support konstant bleibt. Also vielen herzlichen Dank dafür und danke auch an alle, die neu dazugekommen sind bei Patreon. Ja, und von dort aus gehen wir auch direkt rüber zum Inhalt, der euch dadurch hier an alle geboten wird. Und zwar der Patreon Priority Question. Wir hatten uns ja vorhin schon mal im Hot Topic darüber unterhalten, dass wir eine neue Spieler-Experience kriegen für die Neuankömmlinge in Star Citizen. Und daraus ergab sich dann bei unseren Patrons die Frage, wird es bald vielleicht ein neues Ingame-Tutorial im PU geben? Das in dieser Form kann ich jetzt noch nicht bestätigen. Wer sich erinnert, es gab mal vor einiger Zeit ein Tutorial, das lief allerdings nicht im PU, sondern eher im Arena Commander und war so ein bisschen ein Flug-Tutorial, um den Leuten beizubringen, wie das funktioniert. Sollte schon so ein bisschen so den Stil von Squadron 42 vornehmen, dass es halt alles sehr immersiv gemacht ist. Aber fürs PU gab es sowas bisher natürlich noch nicht. Und ich glaube, auch davon ist dieses Neue, was sie jetzt entwickeln, was sie selbst New Player Experience nennen, entfernt. Es geht, glaube ich, wahrscheinlich mehr um Hints, die eingeblendet wird. Es geht vielleicht mehr um eine Art von Wegführung und sozusagen die Möglichkeit, Spieler ganz besonders zu unterstützen, wenn sie gerade das Spiel neu gestartet haben. Es hat aber, glaube ich, nicht so viel damit zu tun, dass man ein Tutorial starten kann oder dass man, sagen wir mal, in Empfang genommen wird am Anfang von irgendeinem NPC, der sagt, so, ich zeige Ihnen jetzt hier mal alles. Wäre eine lustige Sache, glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, dass es sich sozusagen um eine Art von Meta-Coaching handelt, wenn man so will. Also nichts, was jetzt hier super immersiv ist, sondern was sich hauptsächlich darin aufgliedert, dass die Spieler etwas besser aufgenommen werden, was die Tastaturbelegung angeht, was die Steuerung, grundsätzliche Steuerung angeht und allem, was sozusagen damit zusammenhängt. Das ist mein Take daraus. Ich glaube dementsprechend, dass wir noch relativ weit entfernt sind von einem Tutorial selbst, was wir im PU erleben können oder irgendetwas, was dem auch wirklich nahe kommt. Ich glaube, da muss man sich nach wie vor auf die Community und auf die Player Guides verlassen. Es gibt ja ein Guide-System, wo Backer anderen Backern helfen können, über die RSI-Seite den Einstieg ins Spiel zu finden. Wenn ihr daran interessiert seid, da werden für alle Sprachen immer wieder Leute gesucht, Freiwillige gesucht, die Lust haben, sich da anzuschließen. Das ist eine sehr schöne Art, um neue Leute kennenzulernen natürlich und auch durchaus
viel an Dankbarkeit zu erfahren an der Stelle. Also könnt ihr euch dafür gerne mal engagieren, wenn ihr wollt. Und ansonsten natürlich ja in euren Orgas, auf euren Communities, bei den beliebtesten Content-Creatern und so von euch. Nehmt die Leute an die Hand und führt sie ein bisschen in das Spiel ein, denn das ist immer der allerbeste Einstieg, wenn man nette Leute hat, die einem einfach alles zeigen. Und ich glaube, dass insgesamt das PU grundsätzlich sowieso zu komplex ist, um wirklich sinnvolle Tutorials anzubieten da drin. Also jetzt von Spiel selbst. Ich glaube, da wird man sich immer einen Teil auf die Community verlassen müssen. So viel dazu, aber wie gesagt, vielen herzlichen Dank für die Frage und danke für die Unterstützung über Patreon. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und damit gehen wir rüber zu unserer Program Preview. Und gucken uns an, was wir so zuletzt für euch hatten hier. Da gab es nämlich wieder zwei schöne Videos, die wirklich große Beliebtheit hatten selbst und wo ich mich immer wieder freue, dass ihr das so gerne schaut und wo es dann immer besonders einen Motivations-Up gibt sozusagen, einen Motivations-Hype, dass wir da weitermachen können sozusagen und mitspielen. Das ist richtig schön. Nämlich die Showcases. Als erstes hatten wir ein Showcase Planetary Systems, war lange Zeit versprochen und jetzt kam es dann auch da oder wurde es dann jetzt auch endlich released und das war jetzt das Showcase zum Hades-System, was sich ja mit großer Mehrheit von der Community gewünscht wurde. Dem Wunsch sind wir gerne nachgekommen, auch wenn es etwas gedauert hat, aber am Inhalt und auch vor allem an der Länge dieses Showcases, was mit einer Stunde 25, glaube ich, mein längstes Showcase ist, was ich hier aufgenommen habe, könnt ihr euch vorstellen oder könnt ihr in ungefährer Art ermessen, wie aufwendig das ist, immer die Showcases zu recherchieren und zusammenzustellen. Dementsprechend dauert es immer ein bisschen, bis sie kommen. Aber das Hades-System gibt halt auch unglaublich viel her. Es hat eine mehrteilige Geschichte, vor der Entdeckung des UI, nach der Entdeckung des UI, Neuzeit und so weiter und so fort. Es ist sehr, sehr umfangreich. Es gibt einfach sehr viel über die Planeten selbst und die astronomische Zusammensetzung zu berichten. Also von daher ist es wirklich ein Showcase, was viel von Inhalt und tatsächlich auch von wenig Bildern geprägt ist. Denn es gibt nicht viele Aufnahmen oder nicht viele Konzeptbilder, die wir über das Hades-System bisher haben. Umso mehr gibt es allerdings darüber zu erfahren und natürlich auch rauszufinden, ob das das richtige System für euch später ist, ob es für euch sinnvoll ist, euch da auf den Weg hinzumachen oder ob ihr euch davon lieber fernhalten solltet. Ja, das also dazu. Schaut gerne rein in das Showcase Hades-System. Es ist auf jeden Fall von hier aus sozusagen ein schöner weiterer Schritt im Bereich der Showcases. Und dann könnt ihr auch noch am Voting teilnehmen. Ist nach wie vor natürlich offen. Welches Planetensystem sollen wir uns da als nächstes vornehmen für die Showcases? Da ist es bisher mit 39% das Caliban-System ganz weit vorne. Ich weiß nicht, ob es hier viele Warhammer 40k-Fans gibt, die das vielleicht einfach des Namens halber interessant finden. Aber wie gesagt, da könnt ihr immer noch ein bisschen, eine Woche lang zumindest, könnt ihr jetzt noch das Voting verändern und eure Stimme einbringen und vielleicht wird es ja dann noch ein anderes System. Wir werden sehen, dann in der nächsten Woche werde ich dann gucken, was es geworden ist und dann werden wir uns gemeinsam dem nächsten Showcase widmen. Ja, apropos nächstes Showcase, dann aber in einer anderen Kategorie. Das kam jetzt von Wurzel und Sudo am vergangenen Sonntag. Hier gab es ein Showcase Vehicles and Ships und da wurde sich die Misk Odyssey vorgeknöpft. Nach eigener Aussage, bevor die noch anfangen, daran zu arbeiten, machen wir das lieber schnell als Showcase. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Schiff mit der Intergalactic Aerospace Expo vor anderthalb Jahren rausgekommen und ja, ein sehr, sehr interessantes, ziviles Exploration-Ship, wenn man so will, mit seiner eigenen kleinen Raffinerie an Bord, mit seiner eigenen Möglichkeit, zumindest gewisse Teile an Erzen und Mineralien abzubauen, sodass es selber lange unterwegs sein kann, mit einem Hangar drin, der Möglichkeit also auch eine ganze Weile zusammen mit einem kleinen Schwesterschiff, also einem Smallship, irgendwie unterwegs sein zu können. Ich kann an der Stelle nur sagen, wirklich ein sehr, sehr spannendes Showcase und vor allem natürlich auch zu einem sehr spannenden Schiff. Die beiden haben sich sehr intensiv rangesetzt und versucht, alles rauszukriegen, was es zum aktuellen Stand an Informationen über die Misk Odyssey so gibt. Und ja, dadurch auch eine gute Diskussion ausgelöst, denn auch unter diesen Showcases, sowohl dem Planetary Guide als auch hier vor allem dem Vehicles and Ships, wird sehr lebhaft diskutiert und wir laden euch da herzlich zu ein, sich natürlich die Videos auch anzugucken und entsprechend mit zu diskutieren. Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich persönlich auf jeden Fall habe mir damals die Odyssey besorgt. Ich fand sie von ihrem gesamten Pitch her, vom Aufbau her sehr, sehr spannend und bin sehr gespannt darauf,
wann sie kommen wird, denn ich kann mir vorstellen, dass die Odyssee ein Schiff ist, was wir irgendwann in Pyros Zeiten schon erleben werden. Dafür wäre sie nämlich wirklich gut angebracht und sehr sinnvoll. Vielleicht sogar wirklich sinnvoller als eine Carrick an der einen oder anderen Stelle. Das werden wir sehen und das wird auf jeden Fall diskutiert. Schaut also gerne in das Video rein. Die beiden haben sich große Mühe gegeben, das für euch sozusagen direkt aufzubereiten. Ja, und von dort aus gucken wir uns dann unsere Streams noch an. Das sind natürlich erstmal am Sonntag, den 19.02. ab 16 Uhr das Let's Play mit Sudo und Crew. Hier bei CAN geht es dann natürlich wieder ins PTU, wieder in die 3.18 und jetzt können ja inzwischen alle mit. Das heißt, wer also richtig Lust darauf hat, kann natürlich direkt loslegen und dann wird es wahrscheinlich den Raid geben, denn am Sonntag ab 18 Uhr ist dann auch das Finale von Rustalot, wo ich ja jetzt gerade hauptsächlich mit verhaftet bin und da wird es dann mit dem großen Finale weitergehen und da werdet ihr wahrscheinlich dann die Möglichkeit haben, erst Star Citizen ab 16 Uhr und dann Rustalot ab 18 Uhr mitmachen zu können. Außerdem geht es dann mit Star Citizen weiter nächsten Donnerstag. Da habe ich ein Let's Play geplant. Vielleicht mit ein, zwei Leuten sogar, die jetzt mit dazugekommen sind und die ich jetzt über Rustalot kennengelernt habe und die gerne mal jetzt gucken wollen, wie es in Star Citizen so aussieht. Also quasi ein Einführungs-Let's Play. Das wäre was ganz besonders Cooles und da hätte ich total Bock drauf. Ist noch nicht versprochen, aber ich will auf jeden Fall ins Spiel gehen und mal gucken, wen ich vielleicht noch so mitnehmen kann, um ein bisschen was davon zu zeigen, in welcher Welt wir uns hier normalerweise aufhalten. Ja, und von dort aus geht es dann nochmal in den SCB Verse Report am Freitag. Das ist dann der 24.02. Da gibt es dann ab 18 Uhr wieder den SCB Verse Report live auf Twitch. Das Ganze als Live-Recording und diesmal dann auch mit einer größeren und ausführlicheren Q&A-Talk-Runde als diese Woche, weil es natürlich jetzt dann kein Rustalot mehr dazu gibt. Ja, insgesamt gibt es noch an diesem Wochenende, jetzt natürlich am Freitag, aber auch Samstag und Sonntag, wie gesagt, ab 18 Uhr bei den Schlachtenbummlern Rustalot zu gucken. Schaut da gerne rein. Wenn ihr da was verpasst habt und wollt noch nachschauen, auf dem YouTube-Channel sind dann auch die ganzen Streams immer hochgeladen. Das heißt, da könnt ihr dann sozusagen auch das Ganze nochmal in Ruhe angucken. Und wir freuen uns auf jeden Fall für jeden, der da reinschaut. Das erkläre ich sehr, sehr gerne. Und dann ab nächste Woche kümmern wir uns wieder ausschließlich um Star Citizen. Und da geht es dann wieder weiter mit ein bisschen Gameplay. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, denkt daran, an dem Voting teilzunehmen für die Planetensysteme. Und außerdem könnt ihr uns auch gerne immer Kommentare und Feedback hinterlassen, zum Beispiel welches nächste Schiff sich Wurzel und Sudo vorknöpfen sollen für ihr nächstes Showcase. Haben wir immer ein offenes Ohr für und freuen uns natürlich sehr darauf, wenn ihr uns dazu natürlich auch Feedback gebt. Ja, insgesamt kann ich allen nur viel Spaß jetzt bei der Alpha 3.18 wünschen, wo ja alle jetzt reinkommen. Jetzt momentan im PTU ist noch die Zeit, sich völlig auszurasten, völlig auszuleben und auszurasten in dem Ding, denn man hat Geld zur Verfügung und es wird noch nichts in irgendeiner Form gespeichert und fällt einem dann vielleicht später irgendwie auf die Füße. Das ist natürlich dann in der Live-Umgebung anders, da wird das Gameplay dann auf einmal eine andere Wertigkeit haben. Wenn auf jeden Fall mit dem Persistent Entity Streaming das Ganze sehr viel persistenter wird, als es vorher ist. Aber das könnt ihr euch jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen genauer angucken im PTU. Also legt los und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns dazu auch Feedback hinterlasst. Kommt gerne auf unseren Discord, sprecht mit uns darüber und der Community teilt eure Screenshots und die besten Erlebnisse, die ihr momentan habt. Wir freuen uns da sehr drüber. Außerdem freuen wir uns natürlich über jegliche Unterstützung, sei es hier als Abonnent hier bei YouTube und ihr hinterlasst uns ein Abo, aktiviert das Glöckchen, damit ihr auch über unsere Videos informiert werdet oder mit Kommentaren. Natürlich auch über unsere Patreon-Plattform, ganz klar, haben wir ja auch schon ganz oft gesagt. Und natürlich selbstverständlich auch in unserem CAN-Store. Da könnt ihr euch auch mal umgucken. Da sind ein paar sehr schöne Star Citizen-Design und angelehnte Designs als Kollektion vorhanden. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal mit einem See you on the Flight Deck. Sawyer out.